herzlich willkommen. Heute stricken wir Babyboots, ganz easy. Ich nehme hier dazu eine Babywolle. Ich stricke immer mit 4er-Nadeln. Ihr könnt aber nehmen, was ihr möchtet. Wichtig ist immer die Angabe hier vom Hersteller. 22 Maschen entsprechen hier 10 cm und wir brauchen 11. Also nehmen wir es mal 11. Ihr nehmt natürlich das, was bei euch drauf steht. Ich komme dann auf 24 Maschen, das runde ich hier ab und die schlage ich jetzt auch an. Abwechselnd werden jetzt immer zwei verschiedene Reihen gestrickt, eine Randmasche bei der ersten Reihe, 4 rechte Maschen, 2 linke Maschen, den Rest dürft ihr rechts stricken und dann noch eine Randmasche. Dann seid ihr mit der ersten fertig. Die zweite Reihe, die ist ein bisschen einfacher, eine Randmasche, alles rechts stricken und eine Randmasche. Und das geht immer im Wechsel. Ich zeige euch aber auch noch mal am Schluss, wie ihr das erkennen könnt. Dass ihr auf der einen oder anderen Seite seid. Diese Anleitung ist entweder für 0 bis 5 Monate, da dürft ihr jetzt 7 cm hochstricken, oder wie in meinem Fall 8 cm, das ist dann für die Bänkgrößeren 6 bis 12 Monate. Ich mache jetzt eine Randmasche, stricke jetzt 4 Stück rechts ab, wie ich euch das jetzt gerade bei der ersten Reihe erklärt habe. Dann legen wir den Faden vor und stricken 2 linke Maschen. Und den Rest, der wird rechts abgestrickt. Die erste Reihe ist noch ein bisschen schwierig zu stricken. Bei den zweiten, dann geht es ganz einfach. Faden vorlegen, hinten einstechen, das ist die Randmasche. Fertig. Mit der ersten Reihe. Wir drehen das Ganze um. Jetzt eine Randmasche. Der Rest wird einfach ganz normal rechts abgestrickt. Bis wir dann zum Ende kommen. Und dann gibt es noch eine Randmasche. Wenn ihr ein paar Reihen hochstrickt, dann erkennt sich auch schön das Muster. Hier haben wir so eine leichte Einkerbung. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr erkennen könnt, auf welcher Seite ihr seid. Also wenn die Einkerbung ist, dann müsst ihr immer diese Reihe machen mit den zwei linken, dass sich dann dieses schön hier abbildet. Und wenn ihr auf dieser Seite seid, auf der Vorderseite, dann strickt ihr immer rechts. Also mache ich wieder eine Randmasche, dann stricke ich alles rechts ab und wieder eine Randmasche. Hier seht ihr auch schön, wie sich da die rechten Maschen hier abbilden. Jetzt gerade bei unserem Muster, bei diesen zwei Stück. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr eben die kleineren machen wollt mit 7 cm oder ihr macht dann die größeren, was ich jetzt gemacht habe, mit 8 cm. Die sind dann von 6 bis 12 Monate. Wenn ihr einige Reihen hochgestrickt habt, dann seht ihr eben schon diese Delle. Da werden dann 4 Stück, also eine Randmasche, 4 Stück werden rechts gestrickt und 2 Stück links. Immer die hier. Das könnt ihr eigentlich gar nicht falsch machen. Wir stricken jetzt halt hier 8 cm hoch bzw. 7 cm. Wenn ihr das geschafft habt, das habe ich jetzt schon gemacht, kontrolliert ihr bitte nochmal, ob ihr richtig wirklich das gemacht habt. Und jetzt werden 8 Maschen abgestrickt. Dazu immer 2 Maschen nehmen und die ganz normal rechts ab. Stricken. Da gibt es auch keine Randmasche, sondern ihr nehmt immer 2 Stück und strickt die dann ab. Ganz normal wie eine rechte und diese eine wird wieder auf die Nadel draufgesetzt. 16 Stück bleiben euch dann übrig. Wenn ihr die 8 Stück abgestrickt habt, seid ihr dann wieder auf der Rückseite. Da geht es ganz normal wie vorher auch eine Randmasche, 4 Stück rechts. Und wenn dann immer diese Einteilung kommt, dann dürft ihr 2 links machen. Egal, ob ihr die 7 oder 8 cm Variante macht, jetzt werden 4 cm hochgestrickt und das im gleichen Verlauf. Jetzt habe ich 4 cm schon hochgestrickt, hier habe ich das schöne Muster. Hinten habe ich diese schöne Eindellung, die uns dann das auch ermöglicht, dass wir das schön einstricken unten, diese schöne Ferse. Die 8 Maschen, die wir weggenommen haben, kommen jetzt wieder zu. 2 Nadeln nehmen, Faden in die Hand nehmen. Von vorne nach hinten einmal bekreuzen, wie wenn das so ausschaut, wie wenn das ein Kragen, jetzt hätte der Daumen, in den Reihen und ziehen. Nochmal umschlagen, ziehen. Von vorne nach hinten Daumen umwickeln und ziehen. Festnehmen, von vorne nach hinten in die Mitte rein und ziehen.
Und das macht ihr so lang, bis ihr die 8 Stück habt. Ihr könntet auch nur eine Nadel nehmen, aber zwei Nadeln habt ihr ein bisschen mehr Luft. 8 Stück brauchen wir jetzt. Jetzt dürfen wir die erste Nadel rausziehen. Jetzt schaut es schon so aus wie so ein Maschenanschlag. Eine rausnehmen, natürlich die richtige. Jetzt stricken wir die ab. Das ist ein bisschen fummelig das erste Mal. Da gibt es auch keine Randmasche, also ganz normal rechts. Wenn hier unten ein bisschen Faden ist, das macht gar nichts. Unten reinstecken, Faden holen, abheben. Ein bisschen unten ziehen, wenn das hier ein bisschen fest ist. Ihr müsst halt unten reinkommen, ganz normal wie eine rechte Masche. Und abheben. Dann ganz normal weiter stricken. Wir sind hier auf der rechten Seite, das heißt alles rechts abstricken. In dieses Muster hier scheint alles rechts und es kommt wieder unsere Reihe rechts und es wechselt sich dann wieder ab, je nachdem auf der Höhe auf der Vorderseite seid oder auf der Rückseite, wie ich es euch vorher erklärt habe. Jetzt braucht ihr eigentlich kein Maßband mehr, weil wir schlagen das einfach einmal jetzt ein. Die Seite muss nämlich genauso jetzt groß sein wie die Seite. Also schlagt das mal ein, legt es hier an. Und dann strickt einfach ganz normal jetzt nach oben mit eben diesen abwechselnden Reihen, bis wir das Stück hier ergänzt haben. Das habe ich jetzt auch schon gemacht, dass es schneller geht. Und jetzt geht es eigentlich darum noch, dass wir abstricken. Falls das hier noch so einen kleinen Faden hier in der Mitte macht, wie bei mir hier jetzt auch, keine Angst, weil das wird alles vernäht dann. Es dehnt sich auch schön, die Schüchen passen dann auch länger. Nochmal kontrollieren, ob es passt und ob es auch mit den anderen Schüchen auch passt, den ihr schon gemacht habt. Empfiehlt sich auch erstmal beide zu stricken und dann erst zusammenzunähen. Das kerbt sich hier schön ein. Ich blende euch auch gerne Instagram ein. Da kommt immer die schöne Vorschau. Dann seht ihr immer, was ich als nächstes plane für YouTube. Beim Abstricken ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr hier das hier locker abstricht. Immer ein bisschen zupfen. Zwei Maschen nehmen, die rechts abstricken und die restliche Masche wieder draufheben. Zwei Maschen nehmen, diese rechts abstricken und wieder drauf nehmen. Das macht ihr so lange, bis ihr nur noch zwei Maschen habt. Die zwei Maschen dann auch rechts abstricken und einfach durchziehen. Ihr könnt natürlich auch anders abstricken, dass ihr die zweite über die erste legt. Macht das so, wie ihr das gelernt habt oder wie ihr das gerne möchtet. Hauptsache, es ist abgestrickt und jetzt kommt schon zum Zahlennähen, der schöne Part. Hier brauchen wir spitze Nadeln. Ihr könnt auch stumpfe nehmen, aber die Spitzen eignen sich einfach besser. Die schöne Seite nach innen einklappen. Und jetzt nähen wir erst einmal hinten den Schuh zusammen. Wichtig hier, dass das Muster aufeinander trifft. Da würde ich euch auch raten, eine Stecknadel reinzustecken, dass das einfach auch hier fest ist. Von der Größe, wenn ihr das auch schön abgestrickt habt, sollte das auch passen. Falls es nicht so ist, dann dehnt es ein bisschen, dass das schöner ausschaut, dass das auch schön qualitativ ist, auch hinten schön zusammenläuft. Und dann geht es hoch, runter, bis ihr hier an der Ecke angekommen seid. Hier vernähe ich das auch nochmal, falls hier nochmal eine kleine Delle oder kleines Löchlein ist, dann ergänzt bitte hier nochmal ein bisschen den Faden und die Maschen. Das mache ich hier jetzt auch. Ich habe mir den jetzt mal auf rechts gedreht, dass man mal sehen kann, ja, das ist ganz gut. Wir stricken aber trotzdem auf links, das heißt wieder die nicht so schöne Seite her stülpen und dann nähen wir hier unten erstmal zusammen. Da hängt uns ja auch der Faden, müssen aber hier nochmal die Ferse und auch nochmal den Ballen berücksichtigen. Vorne natürlich 3 cm ein bisschen größer, hinten 2 cm ein bisschen kleiner. Also hinten soll es ein bisschen kleiner sein, die Rundung, und vorne ein bisschen größer. Ich werde jetzt hier 3 cm und 4 cm auch mal abstecken mit der Stecknadel. Hier dürft ihr wieder weben. Da ich jetzt erstmal an die Stecknadel vorne hinkommen muss, schiebe ich erstmal den Faden jetzt halt vor. Ihr müsst jetzt am Anfang der Stecknadel sein und dann wird erst gewebt. Dass wir jetzt auch hinten dann die 2 cm und vorne die 3 cm dann auch hinkriegen. Da kommt es einfach auf die andere Seite, dann wisst ihr, wie lange ihr weben müsst. Und dann einfach mit der Nadel einstechen, von vorne nach hinten, bis ihr da rauskommt. Und dann zieht ihr einmal zusammen. Das könnt ihr auch unterschiedlich machen, dass ihr erstmal bis zur Mitte und dann nochmal, wenn die Nadel nicht so groß ist oder falls ihr nicht so eine große Nadel habt, dann zieht ihr das durch und dann rafft ihr das zusammen. Und beim Zusammenraffen fixiert es nochmal mit ein paar Stichen. Sollte jetzt hier auch so eine Rundung hier schön sein. Ein paar Stiche nochmal fixieren.
Das ist auch einfach eine schöne Ferse hat. Es schaut einfach schön aus, wenn ihr das dann umdreht, dann ist das gut. Jetzt nehme ich die zwei inneren, also die Randmaschen bilden sich ja hier ganz schön und da schlage ich innen ein. Also immer diese Masche, die innen liegt von der Randmasche und die verbinde ich jetzt. Das mache ich so lang, bis ich jetzt auch hinten an der Stecknadel rauskomme. Da könnt ihr nochmal umdrehen und euch nochmal auch anschauen, dass ihr jetzt keine Löchlein drin habt. Das soll natürlich auch alles nicht aufgehen, wenn es mit der Hand gewaschen wird. Lieber dann nochmal ein bisschen stecken, wenn ihr angekommen seid bei dieser roten Nadel, die entfernen und dann wird wieder gewebt. Das sehen wir jetzt ja auch richtig mit dem Faden. Einfach, ja, so ein Finger sollte mal reinpassen. Ich habe recht große Finger. Nicht filigrane Finger, aber der Finger. 3 cm. In etwa. Das dehnt sich auch ein bisschen. Also selbst wenn es jetzt 2,5 oder 4 oder was ist, macht es trotzdem die schöne Rundung. Das ziehen wir wieder zusammen und dann wird es festgenäht. Haben wir eine richtig schöne Rundung schon hinbekommen. Ihr könnt es auch mal wenden und einfach mal schauen, ob ihr wirklich alles auch schön vernäht habt, ob da alles passt, dass keine Löchlein drin sind, wenn ihr doch mal die Randmaschen irgendwie ein bisschen größer gemacht habt. Und bei mir ist das jetzt alles auch fein. Das heißt, ich könnte jetzt auch den Faden nochmal hier nehmen, abschneiden oder auch vernähen. Hier haben wir vorne eben ein bisschen breiter, 3 cm, hinten die Ferse 2 cm, ein bisschen schmaler. Das sieht auch sehr schön aus. Sollte auch gleich natürlich sein. Das ist jetzt 10 cm. Wenn ihr das dehnt, dehnt sich bis so 13 bis 14 cm. Also die passen auch lang. Die sind jetzt eher so ab 6 bis 12 Monate. Später, wenn sie laufen, sollte vielleicht mal unten auch irgendwelche Noppis noch dran nehmen, dass die einen schönen Griff haben. Aber am Anfang, ja, mit einem Jahr laufbar dann so. Und die habe ich jetzt gemacht. Und die 7 cm, die könnt ihr natürlich optional noch machen. Dass es ein bisschen schöner aussieht, mache ich jetzt nochmal die Randmaschen. Die 2 Stück, die übrig geblieben sind, die außen, dass ich jetzt die noch hier vernähe. Mit dem Faden, der unten übrig geblieben ist. Müsst ihr aber natürlich nicht machen, aber so schaut es einfach schöner aus. Bei der letzten Masche dann zweimal reingehen, dann bildet sich automatisch ein Knoten und den festziehen. Dann ist das Ganze fest, dann könnt ihr das abschneiden. Das empfehle ich euch immer, dass ihr hier mit der Schlaufentechnik so 2 Knötchen macht. Möglichkeit 1, ihr zieht jetzt den Faden davor, damit wir dann hier auch nochmal zunähen können. Oder Möglichkeit 2, einfach den Faden hinten vernähen, wie ich das jetzt auch mache, abschneiden und auch nochmal vorne anbringen. Ich habe mir den Faden vorne einfach hingebunden und den sieht man dann auch nicht mehr. Und jetzt wird wieder von vorne nach hinten eben gerafft, zusammengezogen. Wir sind immer noch auf der linken Seite, also auf der nicht so schönen Seite und hier mit ein paar Stichen fixiert. Also ich habe den Faden, wie gesagt, einfach hier dran gebunden, dann eben mit 2 Knötchen war der auch fest, weil ich nicht wollte, dass man eben die Faden sieht. Aber das könnt ihr natürlich auch vorlegen, den Faden. Einfach 2, 3 Stiche nehmen, einfach nochmal fixieren. Dann mache ich auch oben nochmal eine Stecknadel rein, dass es wirklich auch identisch parallel läuft. Und dann webe ich wieder von oben nach unten und wieder andersrum. Wie wir das sonst auch immer machen, bis oben hin. Und das alles auf der linken Seite. Die Inlays verlinke ich euch unten auch, einfach rechts das Dreieck drücken oder mehr anzeigen. Dann kommt euch die Form auch besser raus oder ihr stopft es noch mit Watte aus. Also seid nicht so traurig, wenn am Anfang die Form nicht so gleich passt. Es passt sich mit dem Füßchen an und auch, wie gesagt, mit diesem Display. Die dehnen sich auch schön, sind schön warm. Ich finde ein schönes Projekt. Und jetzt kommt noch, wer gewonnen hat von der Percy-Aktion. Und das Schöne ist, nicht nur einer hat gewonnen, es gibt einen ersten Platz, der wird jetzt eingeblendet. Alle anderen, die auch teilgenommen haben am Percy-Gewinnspielen, können mich gerne kontaktieren, denn jeder bekommt was. Tschüss, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal, eure Nina.